Hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 3, ein neues Let's Play, ein Spiel, was ich vorher noch nie gespielt hatte. Haben viele gespielt, ich nicht. Ich habe gestern schon mal angefangen ein bisschen zu zocken, aber wir fangen jetzt nochmal neu an als Überlebender. Ja. Hab schon mal gestern ein bisschen reingeguckt. Das Spiel, was für mich ist. Sah okay aus. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein! Verdammt ist der kleine Scheiße! Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war! Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Das ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil die zwei Weißbrote echt teuer aussehen. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was hat... Was heißt das? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Mann, ist der aggressiv. Ich bin der mit dem scheiß Schwanz. Okay. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack. Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Psycho. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Versuch's mal. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die... Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Ja. Aber hermano, hier unten? Hier unten... Ist es vorbei. Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, wenn wir das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da. Warum sind wir jetzt Ficker? Fällst du auch immer wieder drauf rein? Der ist lustig drauf. Nein, so weit kann ich nicht nach oben gucken. Wow. Dreckiger Pisser. Der ist gut drauf. Genau, befreie uns erstmal. Nein. Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Okay. Ruf die Wache. Die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Was ist? Hey, halte die Fresse, klar? Halt selber die Fresse. Scheiße. Mann, Alter, der ist tot. Der ist doch nicht tot, der ist bewusstlos. Folge mir. Ja, sofort.
Dann lauf vor. So. Unser Charakter ist etwas der Schisser. Alles okay. Ja, erstmal eine Runde schleichen. Das ist verrückt. Stimmt, Mann. Ich lüge doch nicht. Sei nicht so ein Idiot. Oh Mann. Das ist ein Sandwich. Meine Eltern haben Geld. Weniger reden, schneller laufen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, Tutorials. Also das habe ich schon alles gemacht. Von daher. Einfach weiter. Ach, da ist er. Ich bin nur leise. Los. Schneller, schneller, schneller. Dann musst du damit rechnen. Das war ein guter. So. Schön, dass du die Machete nimmst. Feuerzeug und die Karte. Und das Handy da auch. Mache Meldung. Feuerzeug, Kamera. Eine Karte, ein Handy. Kann man alles brauchen. Dann weiter. Ducken. Wo hast du jetzt die Steine her? Achso, hier liegen ja ganz viele. Okay, funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. Was war das? Keine Ahnung, lass mich da rein. Scheiße, Mann. Wer ist da? Alles easy. Okay, er hat ein Messer. Keine Machete. Ich sag ja, unser Charakter ist ein bisschen der Feigling. Warum auch? Wow. Achso. Jetzt kann ich erst klettern. Oh, oh. Und dann brachte er echt zwei Noten mit. Ich sag Schluss, los, los, los. Die ganze Nacht ab ins Grünzeug. Ab ins Grünzeug. Machen wir jetzt eine auf Assassine. Oh. Da ist ein Stein. Lauft hin. Ja, dann geh vor. Sieht nicht gut aus. Wo sind wir? Keine Ahnung. Lauf, lauf. Sind das unsere Freunde? Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, unschuldig sind wir alle. Nein, bitte. Ich bin unschuldig. Ja, unschuldig sind wir alle. Deswegen sind wir ja auch hier. Checkpoint erreicht. So. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab Dad versprochen, auf euch aufzupassen. Ja. Seht ihr auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Also ich erkenne auf der Karte nichts. Nein, bleib bei mir, Grant. Bitte nicht sterben. Halt
Also uns allen ist schon bewusst, er wird sterben. Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Was? Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auflässt? 30 Sekunden. Na los. Was, bist du taub? Ich sag, hau verfickte mal an, du feiger Sack. Lauf, Forrest. Lauf, Forrest. Lauf, Forrest. Ist gut. Gefällt mir. Er hat Humor. Ein bisschen springen. Flüchten macht sowas von Spaß. Spring. Steh auf. Achso, er ist am Rutschen. Okay. Ja. Mach mal auf, Kollege. Bist du wach? Ja, ist er. Lauf, lauf, lauf. Ja, ja, macht euch auch fertig. Ja, deswegen laufe ich ja schon. Spring. Ein Bär. Kletterin in... Achso. Kletter mal hoch. Schnell, 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 schnell. Nicht umdrehen. Keine gute Idee. Man soll nie nach hinten gucken, wenn man am Flüchten ist. Ich muss Riley und die anderen finden. Ein Reh? Bitte lass sie am Leben sein. Hocken? Keine Ahnung. Ich bin schneller als ihr. Du bist tot. Nein. Hast du nicht. Du hast eher dein Messer im Hals. Jetzt verfolgen wir uns noch Hunde. Oh, ein Helikopter. Sieht nicht gut aus. Gar nicht. Ubisoft präsentiert. Ich hoffe mal für ihn, dass er nicht stirbt. Far Cry 3. Ich glaube, Ladescreens werde ich rausschneiden wieder. Okay. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich bin nur von umgeben von Psychopathen. Ich heiße Dennis. Jason. Jason. Bangau. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen.
wenn du das sagst. Hör zu, mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Also ein Morgan Freeman ist ja schon mal nicht. Wie bin ich hingekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Warum lacht er? Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Okay. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Nur weil du schwarz bist, ne? Hier, Geld für Waffen. Oh, Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein nächstes Mal. Ja, nimm das Geld, mein Freund. So. Jetzt holen wir unsere erste Waffe. Soweit war ich auch schon. Jo. Wir können uns nur die leisten, alles andere ist zu teuer. Diese Funktürme online. Dann folge mir, mein Freund. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Ja. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. So, das ist unser Bruder. Zurück. Jason, das sind wir. Okay. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Ja. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Gut. Da ist unsere Waffe. Geladen ist sie. Ja. Hier waren auch noch Kisten. Mit ein bisschen Geld. Oh. Kann ich hier rein? Nein. Aber ich kann Schießübungen machen. Brauche ich aber nicht. So, jetzt müssen wir da hoch zum Turm. Wow. Liegt einfach Geld hier rum. Man lässt doch Geld nicht einfach so rumliegen. Also ich lasse mein Geld auch nicht einfach rumliegen. Nachgeladen ist. Das muss der Funkturm sein. Ja, sicher. Herrlich. Eine Schlange, die unsterblich ist. Oder auch nicht. Da ist noch eine Kiste. Große Feder. Kann ich aus dir was... Nein. Kann ich leider nicht. Leeres Feuerzeug, Munition. So, jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Ist eigentlich lustig, hier hoch zu klettern. Da
Da lang. Also runterfallen wird... Nicht runtergucken. Genau. Da, so hoch ist es. Suizidgefährdet ist er nicht, glaube ich, hoffe ich mal. Also ich persönlich bin nicht suizidgefährdet. Wie schnell kletterst du bitte eine Leiter hoch? Ist hier sonst noch was? Nein. So, deaktivieren wir mal den Sender. Genau, reiß alles raus. Hast du gut gemacht. Davon gibt es wohl ganz viele hier auf der Insel. Und die müssen wir mal alle übernehmen und deaktivieren. Erfolg Funko. So, und jetzt runter. Das finde ich eigentlich am geilsten. So, erste Mission. Nette Fahrt, hä? Wo bist du? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Da ist er. Meine Karte? Da ist meine Karte. Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Einer von 18. Schiffe, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Ja. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. Gut. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Ja, hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten? Ja. Musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Gut. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Danke. Gut. Sonst habe ich alles. Scheint so. Gut. Das ist jetzt die Einführung erstmal und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie es weitergeht bei Far Cry 3. Reingehauen.